Herzlichen Glückwunsch, alter Freund. Ein automobiles Urgestein feiert 2024 runden Geburtstag. Der VW Golf nullt zum fünften Mal und präsentiert sich nun in aufgefrischter 8er Generation. Welche Charaktereigenschaften der Kompaktklassiker in 50 Jahren entwickelt hat, was er mit einem Pferd zu tun hat und welche Neuerungen der aktuelle Golf mit sich bringt, das erfahrt ihr jetzt bei Die 7. Der Erste. Im Mai 1974 steht der Golf erstmalig bei den VW-Händlern und will in den Spuren des weltweiten Bestsellers Käfer fahren. Der 3,70 Meter lange Kompaktwagen erfüllt nach heutigen Maßstäben gerade einmal die Anforderungen an einen Kleinstwagen, glänzt allerdings mit hohem Nutzwert. 3- und 5-Türer stehen als Karosserie zur Wahl, 4 bis 5 Personen finden im Auto Platz. In den Kofferraum passen je nach Modellvariante und Stellung der Rücksitze zwischen 200 und knapp 900 Liter. Die kantige Form zeichnet der italienische Designer Giorgetto Giugiaro. Kleine Anekdote, eigentlich soll der Golf eckige Scheinwerfer als Spiegelbild der Heckleuchten erhalten. Allerdings wäre das zu teuer geworden und so bekommt der Wolfsburger runde Augen. Der Golf 1 und der 1973 vorgestellte Passat führen den Volkswagen-Konzern aus einer Absatzkrise. Vom ersten Golf entstehen bis 1983 etwa 6,7 Millionen Exemplare. Und woher hat der Bestseller seinen Namen? Von einem Pferd. Ein Einkäufer besaß ein Pferd namens Golf, das den damaligen Einkaufschef bei einem Ausritt nachhaltig beeindruckte. Kurze Zeit später trug das Fahrzeug die 4 Buchstaben. Aus Protokollen geht hervor, dass sich die Mehrheit der Führungsspitze offiziell für eine Assoziation mit dem Golfstrom aussprach, passend zur früheren VW-Nomenklatur, die sich an Winden wie Passat und Scirocco orientiert. Der Offene. 1979 lässt der Golf sein Dach fallen. Charakteristisch ist der Überrollbügel, der dem offenen Kompakten, vor allem mit roter Lackierung, den Spitznamen Erdbeerkörbchen einbringt. Es ist die einzig bezahlbare Möglichkeit, bei geöffnetem Dach die Sicherheitsanforderungen zu erfüllen. Bis zur dritten Cabrio-Generation dient der Überrollbügel als Schutzvorrichtung und das Frischluftvergnügen findet einen festen Platz im VW-Modellprogramm. Etwas verwirrend, die Cabrio-Variante entspricht in ihrer Bauweise nicht immer der geschlossenen Golf-Generation. So basiert das Golf 4 Cabriolet beispielsweise auf dem Golf 3. Nachdem der luftige Kompakte 2002 erstmal ein Ende findet, nimmt 2003 das New Beetle Cabrio seinen Platz ein. Zwischen 2011 und 2016 lebt mit der 6. Golf-Generation das Cabriolet nochmal auf. Aktuell gibt es keinen direkten Nachfolger. Der Sportliche. Der Golf prägt seit seiner ersten Generation die Buchstaben GTI, kurz für Gran Turismo Injection, und der Inbegriff von Sportlichkeit. 1975 zeigt sich der GTI auf der IAA in Frankfurt. Sein 1,6 Liter Einspritzmotor mobilisiert 110 PS, die nur etwa 810 Kilogramm bewegen müssen. Der Vierzylinder schickt zudem 140 Newtonmeter zur Vorderachse. Später folgt ein 1,8er Motor mit 112 PS und 150 Newtonmeter Drehmoment. Erkennungszeichen, die sich über Generationen erstreckten, rote Akzente, Karo-Muster in den Sitzen und der Golfball als Schaltknauf. In seiner 8. Generation leistet der Sportler standardmäßig 245 PS, mit dem Facelift freuen sich GTI-Fahrer nun über 265 PS. Die Top-Variante bis zum Facelift trägt den Zusatz Clubsport und besitzt 300 PS. Über dem GTI rangiert die noch schärfere R-Version, 2002 erstmals eingeführt mit dem Golf 4 R32, der ein sportliches Ausrufezeichen setzt. Sein 3,2 Liter VR6-Motor generiert 241 PS und treibt den Allradler in 6,6 Sekunden auf Tempo 100. Damals ist er ein würdiger Nachfolger des GTI, dessen einst großer Name beim Golf 4 kaum noch mehr ist als eine Ausstattungsvariante. Auch der 5er erhält ein R32-Derivat. Bis heute gilt der R als Top-Version des Kompaktklassikers. Generation 8 nutzt den aus dem GTI bekannten 2-Liter Turbo-Vierzylinder, Codename VW EA888, allerdings deutlich aufgepumpt. Das Basismodell stellt 320 PS bereit, der Performance drückt 333 PS heraus. Per 7-Gang DSG und Allradantrieb geht es in weniger als 5 Sekunden auf 100 km/h.
Seltene Sport-Sondermodelle sind zum Beispiel der Golf 2 G60, der sogenannte Rallye-Golf sowie der Golf 3 VR6 mit quer eingebautem Sechszylinder. Und übrigens, die sportlichen Ableger GTI und R bekommen beim Golf 6 jeweils ein Cabrio-Derivat. Der praktische. Nach zwei Generationen erhält das Golf-Universum Zuwachs. 1993 erscheint der Golf 3-Variant, also die Kombi-Version des kompakten Allrounders. Er bietet einen 466 Liter großen Kofferraum, der bei umgeklappter Rückbank auf 1425 Liter anwächst. Damit rangiert er nur knapp unter dem B4 Passat-Variant. Mit der vierten Golf-Generation hält die Stufenhecklimousine Bora Einzug in das VW-Angebot. Der Bora-Variant dient von 1999 bis Dezember 2004 als eine luxuriöser ausgestattete Variante des Golf 4-Variant. Optische Unterschiede, abgesehen von der Frontpartie, gibt es zwischen den Geschwistern jedoch nicht. In den Golf 8-Variant passen zwischen 611 und 1642 Liter. Aktuell ist der neue jedoch noch nicht bestellbar. Er wird wie sein Hatchback-Bruder mit Mild-Hybrid-, Diesel- oder Benzinantrieb kommen. Los geht es mit 115 PS in der Basis. Zudem kommen Golf und Golf-Variant in einer Standardausführung namens Golf. Die mittlere Ausstattung heißt Life, darüber positioniert VW die elegante Style-Version und die sportliche R-Line. Der Extreme. Früher wenig beachtet, heute ein Sammlerobjekt. Der Golf Country, quasi einer der frühen SUV-Vorboten. Höher gelegt und mit Rammbügeln versehen, füllt er eine Marktlücke, die es 1990 noch gar nicht wirklich gibt. Zudem ist er mit über 30.000 D-Mark Basispreis kein Schnäppchen. Die Grundlage bildet der allradgetriebene Golf Synchro. Als Motorisierung gibt es ausschließlich einen 1,8 Liter Vierzylinder, der serienmäßig 98 PS leistet. Etwas weniger als 8.000 Exemplare verlassen die Werkshallen. Ein gemäßigter Nachfahre des Country ist der Alltrack Golf. Er kommt 2014 auf der Plattform des Golf 7 Variant und soll Nutzbarkeit sowie Geländegängigkeit in Einklang bringen. Das Rezept ist einfach: Allradantrieb, ein höheres Fahrwerk und ein paar optische SUV-Anleihen. Gleiches gilt für die achte Generation des etwas robusteren Golf. Wirklich extrem wird es 2007. Für das alljährliche GTI-Treffen am Wörthersee entwickelt VW den GTI W12 650. Der Mittelmotor-Bolide wird von einem 650 PS starken Zwölfzylinder aus dem Bentley Continental GT befeuert und ist 325 km/h schnell. Der elektrische. Elektromobilität besitzt bei VW eine längere Historie, als wahrscheinlich die meisten Menschen denken. Bereits 1976 präsentieren die Wolfsburger den City-Stromer, einen Elektro-Golf 1 als Prototyp mit 25 Exemplaren. Die zweite Generation des City-Stromer basiert auf dem Volkswagen Golf 2, der Ausstattung CL, ist allerdings nur als Dreisitzer zugelassen und wird 1985 vorgestellt. Auch der Golf 3 City Stromer ist ein Vorfahre der aktuellen ID-Modelle. Zwischen 1992 und 1996 entstehen 120 Exemplare mit einer Dauerleistung von knapp 24 PS und bis zu 90 Kilometern Reichweite. Der siebte Golf erhält eine Serien-E-Version. Der E-Golf kommt 2013 auf den Markt und entsteht bis 2020. Zur Info, im Modelljahr 2020 kostet der 136 PS starke Stromer knapp 32.000 Euro. Die Reichweite gibt Volkswagen zwischen 170 und 230 Kilometern an. Sein Nachfolger ist der vollelektrische ID.3. In puncto Elektrifizierung sind Mild- und Plug-in-Hybrid-Systeme beim Golf heute allerdings nicht mehr wegzudenken. Der neue. Vor allem die elektrifizierten Motoren stehen beim Golf 8 Facelift im Fokus. Während sich die optischen Überarbeitungen mit leicht geänderter Front- und Heckpartie in Grenzen halten, legen die Ingenieure unter der Haube und im Auto nach. So arbeitet die neu entwickelte zweite Generation des Plug-in-Hybridantriebs nun mit einem 1,5 Liter TSI zusammen. Im Golf E-Hybrid stehen weiterhin 204 PS bereit. Die sportlichere GTE-Variante erhält ein PS Plus von 245 auf 272 PS. Die Leistung überträgt ein für die Plug-in-Hybridantriebe konzipiertes 6-Gang-eDSG an die Vorderräder.
Die elektrischen Reichweiten steigen auf rund 100 Kilometer. Geladen wird die Batterie an der Wallbox und anderen AC-Ladepunkten mit 11 kW und nicht mehr mit 3,6 kW. Darüber hinaus können E-Hybrid und GTE erstmals auch an DC-Schnellladesäulen mit bis zu 50 kW Leistung laden. Neben Hybrid- und Turbo-Benzin-Varianten stehen zwei Dieselmotorisierungen mit 115 oder 150 PS zur Wahl. Im Innenraum fällt eine verbesserte Materialauswahl mit weniger Hartplastik und mehr weich geschäumten oder stoffbespannten Oberflächen ins Auge. Ab Werk gibt es einen 10,4 Zoll Touchscreen, optional und Serie im GTI, ist das bis zu 12,9 Zoll große Zentraldisplay. Es sitzt wie ein Tablet auf dem Armaturenträger. Im Facelift-Modell stammen Hard- und Software aus dem modularen Infotainment-Baukasten der vierten Generation. Das macht nicht nur die Grafiken hübscher, sondern beflügelt auch Performance und Reaktionsgeschwindigkeit. Zwar verbannt VW weiterhin konventionelle Drehknöpfe aus dem Cockpit, dafür sind die Touchslider für Klima- und Lautstärkeregelung mittlerweile immerhin beleuchtet. Ein Gimmick für Detailverliebte, das nun beleuchtete Markenlogo an der Front. Der Golf ist eines der vielseitigsten Autos weltweit und mit mehr als 37 Millionen verkauften Fahrzeugen ein ewiger Verkaufserfolg. Welche Variante gefällt euch? Welche Geschichten fallen euch zum Kompakten ein? Und was sagt ihr zum Neuen? Schreibt es gern in die Kommentare und lasst ein Like sowie ein Abo da.